Hallo zusammen. Heute wollte ich mit euch etwas besprechen, was ihr bestimmt schon alle kennt und schon wahrscheinlich massenweise, stackweise gesammelt habt. Und zwar ist die Rede von Folianten. Folianten kriegt er eigentlich überall her. Wenn er PvP und WVW spielt, kriegt er die hinterher geschmissen. Wenn er die benutzt und ist schon Stufe 80, kriegt er nur Geisterscherben. Das sind hier unten rechts die. Von denen könnt ihr euch natürlich ein paar Sachen kaufen, die es bei der Schmiede gibt. Müsst ihr in die Schmiede. Aber ich wollte euch erzählen, was ich für die mit den Folianten mache und was ich daraus bekomme, anstatt nur Geisterscherben. Und was genau, das zeige ich euch jetzt. So, ihr müsst euch einen neuen Charakter erstellen. Das heißt also, ihr müsst einen Slot frei haben. Was ihr hier nehmt, ist euch überlassen. Ich würde euch aber raten, nehmt die Menschen. Ich nehme jetzt meine Frau. Am besten Kriegerin. Warum, erzähle ich euch gleich. Hier bleibt euch dasselbe überlassen, was ihr nehmt. Hier, wo bin ich aufgewachsen, würde ich euch das Mittlere empfehlen. Und bei nächsten, zu den Dingen, die ich am meisten bereue, ist eben das Mittlere, mit dem, dass ich die nicht meine Schwester gefunden habe. Das bleibt euch überlassen. Und dann geben wir noch der jungen Frau einen Namen. Machen wir ein bisschen holländischer. Fun. Wiesenfeld. So. Jetzt kommt das Video, das könnt ihr ruhig überspringen. Das ist nicht so wichtig. Es sei denn, ihr wollt es schauen. So, jetzt seid ihr im Tutorial der Menschen. Jetzt habt ihr natürlich die Folianten. Wenn ihr natürlich das nicht habt, keine Bankzugriff oder sonst irgendwie was, dann müsst ihr die erste Mission spielen. Die geht eigentlich relativ schnell, innerhalb von ein paar Minuten. Und dann zur Gildenhalle reisen oder in die Stadt oder hier nach Götterfels und euch da die Folianten holen. Und dann könnt ihr die benutzen, um euren Charakter auf Stufe 80 zu bringen. So wie man es hier bei den anderen sieht. Ich mache das meistens immer so, dass man es überlappt. Ah, noch ein bisschen mehr. So, super. Dann könnt ihr einfach annehmen klicken und dann direkt das nächste Buch lesen. Weil so auf der alten Methode könnt ihr es auch machen, dauert ein bisschen länger. Weil ihr müsst immer hin und her klicken, links, rechts. Ihr könnt natürlich auch andere Folianten benutzen oder wie jetzt hier. Schriftrollen der Erfahrung, die bringt euch euren Charakter sofort auf Stufe 20, 30, 40, 50 und mehr, wenn ihr es habt. Das wird jetzt erstmal eine Zeit lang dauern. Ich würde einfach mal sagen, wir sehen uns gleich wieder. So, wenn ihr alles richtig gemacht habt, sollte euer Postfach überquellen mit Nachrichten. Ihr solltet 4 unterschiedliche Wiederverwertungskits haben, sowie 2 nicht identifizierte Farben, unterschiedliche Beutel mit Materialien 1 bis 5, Buff-Food, was ihr selber auswählen könnt, und Verstärkungen, die ihr teilweise auswählen könnt, sowie auch Ausrüstung, die könnt ihr leider nur wegschmeißen, oder eben ihr habt eine mystische Schmiedeanleitung, dann könnt ihr die zusammenschmeißen und dann die Sachen wiederverwerten. Nur in ganz seltenen Fällen geht das eben nicht, da kriegt ihr wieder ein Teil raus, was ihr nur bei den Karma-Händlern bekommt, bei den Herzenhändlern. Ich würde einfach mal sagen, das lohnt sich viel mehr als 80 Geisterscherben. Aber am Ende liegt die Entscheidung bei euch. Ihr könnt natürlich jetzt die Sachen erstmal sichern auf der Bank und euch dann einen neuen Charakter erstellen, den wieder auf 80 hochbuffen, boosten. Oder an dieser Stelle, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, besorgt euch einfach einen schwarzen Schlüssel. Wie es allerdings geht und was ihr dafür machen müsst, ist allerdings ein anderes Thema und wird in einem anderen Video besprochen. An dieser Stelle wünsche ich euch alles Gute und viel Spaß beim Zocken.